Sie sind jung. Sie sind männlich. Und sie sind kriminell. Schläger, Brandstifter, Drogendealer. Sie verbüßen ihre Strafe in Deutschlands modernstem Jugendknast. Patrick, 22, Gewalttäter. Auch hinter Gittern kriegt er seine Aggressionen nicht in den Griff. Er hat mich halt die ganze Zeit dumm angeklotzt. Da bin ich halt aufgestanden, hat einen Kleinen in die Fresse gehauen, ein paar Mal auf den Körper geschlagen. Da habe ich erst mal 5 Tage Einzelhaft gekriegt. Johnny, 18, Intensivtäter. Monatelang war er auf der Flucht vor der Polizei. Ich musste halt haufenweise Bußgelder bezahlen, weil ich halt Schule geschwänzt habe. Dann bin ich dann auch mal abends hin und habe die halt angezündet. Wurde dafür verurteilt. Enrico, 24, seit mehr als 3,5 Jahren im Knast. Eine psychische Dauerbelastung, die ihn beinahe krank gemacht hätte. So richtig dunkle Tage, tiefstes Schwarz für sich selbst zu sehen, gibt es viele Tage hier in Haft. Jeden von uns hier drinnen trifft das wirklich im Inneren. Die Jugendstrafanstalt Arnstadt in Thüringen, Punkt 6 Uhr morgens. Für 280 Gefangene beginnt hier ein neuer Tag hinter Gittern. Die Jugendlichen sind in Wohngruppen untergebracht. Sie nennen sie die Piste. Für den Gefangenen in Zelle 039 ist heute ein ganz besonderer Tag. Guten Morgen. Guten Morgen. Ich wünsche Ihnen alles Gute zum Geburtstag. Alles in Ordnung. Wie Sie sich das vorstellen, gell? Danke. Heute ist Johnnys 18. Geburtstag. Seit 6 Monaten lebt er hinter Gittern. Wegen schweren Diebstahls, Sachbeschädigung, Drogenbesitzes und andere Delikte hat er eine Gesamtstrafe von 2 Jahren und 9 Monaten bekommen. Ja, nichts geht los. Jetzt heute ist ein Tag wie der andere. Feiern groß kann man eh nicht. Alkohol so gibt's nicht. Da, normal. Zabak darf ich jetzt holen mit 18. Das ist geil. Aber ansonsten ändert sich nichts. Johnny? Happy Birthday to you. Danke, Digga. Alles Gute zum Geburtstag. Danke, Digga. Endlich darfst du Tabak kaufen. Na, Zeit wird's. Na klar. Dass ich meinen 18. Geburtstag im Knast verbringe, hab ich mir eigentlich nicht vorgestellt. Aber jetzt ist nun mal so, und dann kann ich auch nicht. Vielleicht bin ich am 19. draußen, mal gucken. Vielleicht auch nicht. Johnny ist Intensivtäter. Über 80 Anklagen hat er gesammelt, darunter auch aus dem Bereich der Computerkriminalität. Ich habe Internetbetrug gemacht. Also hier über Hackprogramme falsche Identitäten alles hergestellt, falsche Kontodaten alles drum dran. Dann bei verschiedenen Versandhäusern auf Rechnung, auf Bankeinzug, bestellte falsche Namen, die Pakete dann abgefangen und das Zeug dann verkauft. Was Johnny für eine gute Idee hielt, war in Wahrheit keine. Er flog auf und wurde verurteilt. Außerdem bescherten ihm seine Machenschaften einen Schuldenberg von über 8000 Euro. Johnny, willst du Kaffee? Eigentlich durfte ich keinen Kaffee. Wie blöd muss man sein, Kaffeesatz drinnen zu lassen und die Kaffeemaschine anzulassen? Ja. Na, du hast doch den letzten genommen. Mhm. Ja, hast aber Kaffeemaschine nicht ausgemacht. Ich habe gestern eine halbe Stunde da abgeschrubbt. Nach dem Wecken haben die Jugendlichen 45 Minuten Freizeit, die sie für einen gemeinsamen Kaffee nutzen. Ein Privileg, das ihnen aber nur gewährt wird, solange sie sich an die Anstaltsregeln halten. Wer dagegen verstößt, wird bestraft, zum Beispiel mit Einschluss. Der 24-jährige Enrico ist der Älteste auf der Piste. Er und der 19-jährige Adrian sind Johnnys beste Kumpel im Knast. Rituale für Geburtstagskinder, die haben wir hier nicht. Überhaupt nicht, ne. Die sind hier ganz normal. Man hat nur einmal Geburtstag im Jahr. Und eigentlich geht's ja, es geht ja sowieso schon einen übel Scheiße. Wegen Familie und so. Welpenschutz vorbei und er darf endlich Tabak kaufen. Jetzt muss ich ja nicht mehr immer nachfragen, wenn jemand Tabak mitbringt oder so.
Weil nicht alle machen immer 1:1 Geschäfte mit Tabak, mit den unter 18-Jährigen, sondern verlangen noch einen Aufschlag dafür, dass sie das machen. Die JSA Arnstadt ist die einzige ihrer Art in Thüringen. Hier sitzen ausnahmslos männliche Straftäter ab 14 Jahren. Schläger, Drogendealer, Brandstifter. Sogar jugendliche Mörder sitzen hier ein. Johnny sitzt nicht zum ersten Mal. Wie viele andere junge Straftäter ist er nach seiner Entlassung wieder kriminell geworden. Den Vorsitz habe ich schon Kinder genommen. Und im Endeffekt hatte ich es eh nicht ein. Ich habe damals umgesagt, ich komme nicht wieder. Und jetzt bin ich wieder hier. Naja. Mit 13 kam Johnny in Kontakt mit Drogen. Mit 16 war er abhängig von Crystal Meth, einer synthetischen Modedroge, die vor allem in Ostdeutschland verbreitet ist. Johnny führte sie in die Kriminalität. Ja, das erste Mal saß ich wegen mehreren Einbrüchen. Bin ich halt in Firmen eingebrochen, alles Mögliche, wo es was zu holen gab. Das halt zu Geld gemacht, um meinen Drogenkonsum zu finanzieren. Ja, Körperverletzungen habe ich begangen, wo ich auf Drogen war. Weil ein eigentlicher Kumpel einer Freundin das Handy abgezogen hat. Dann habe ich den dann zusammengeschlagen. Weil er ins Gesicht getreten alles. Wo er schon am Boden lag, ins Gesicht getreten, Marken getreten. Ja. Kann man aber nichts mehr machen. Das Gericht hat Johnny verpflichtet, etwas gegen seine Gewaltausbrüche zu tun. Im Knast gibt es dafür mehrere Therapieangebote und auch eine Suchtberatung. Außerdem muss Johnny einer geregelten Arbeit nachgehen. In seiner Wohngruppe ist er der Hausarbeiter. Während er tagsüber die Wohngruppe sauber macht, müssen seine Zellennachbarn zur Arbeit. Das Stichwort lautet Beschäftigungspflicht. Jeder Gefangene muss im Knast etwas tun. Zum Beispiel seinen Schulabschluss nachholen oder eine Ausbildung machen. In 10 Werkstätten stehen dafür 162 Plätze zur Verfügung. Dabei müssen die Jugendlichen auch den Umgang mit Werkzeugen lernen. Im Knast nicht ungefährlich. Schließlich sitzen hier auch Gewalttäter ein. Jörg Bursian ist stellvertretender Anstaltsleiter. Für ihn hat der Jugendstrafvollzug vor allem einen Erziehungsauftrag. Dazu gehört Ausbildung in Schule oder Beruf. Die Anstalt hat ein pädagogisches Konzept und ein klares Ziel. Die Jugendlichen sollen wieder Anschluss an die Welt draußen bekommen. Wir versuchen die Jugendlichen während ihrer ganzen Haftzeit auf die Entlassung vorzubereiten, das heißt die Wiedereingliederung in die Gesellschaft. Und da hat natürlich jeder mit individuellen Problemen zu kämpfen, auch wie die Entlassungssituation sich für denjenigen selbst darstellt, ob er eine Arbeit hat, ob das noch für ihn offene Fragen sind. Ein Arbeitstag im Knast hat 8 Stunden, auch für Hausarbeiter Johnny. Er hat zwar einen Hauptschulabschluss und könnte theoretisch hier im Knast eine berufliche Ausbildung starten, aber weil er mit den Regeln und Anforderungen in den Werkstätten nicht zurechtkam, war er für eine Ausbildung nicht geeignet. Es blieb eben nur der Job als Hausarbeiter. Ein weiterer Knackpunkt, seine Aggressionen. Ich möchte jetzt Anti-Aggressionstraining machen, weil ich halt ziemlich schnell hochgehe. Das hatte ich jetzt vor kurzem erst beim Arzt drüben. Da hat halt was nicht richtig gepasst. Dann bin ich halt ein bisschen ausgerastet, musste schnell auf Bude hier, wurde mir Fernseher alles weggenommen. Als Bestrafung. Da hatte ich auch schon eh mal Stress mit den Häftlingen, den ich hier aufs Jochbein geboxt habe. Habe ich auch Einschluss für bekommen. Ja, und dann halt ab und zu mal eine kleine Auseinandersetzung. Es ist Johnnys 18. Geburtstag und er ist einer von rund 280 Häftlingen der Jugendstrafanstalt. In Deutschland sitzen zurzeit knapp 4000 Jugendliche in Haft. Jeder 10. ist noch minderjährig. Hinter Stacheldraht und den bis zu 6 Meter hohen Mauern zeigt der Rechtsstaat nicht nur Stärke, sondern auch seine Fürsorgepflicht. Straftäter, die zum Tatzeitpunkt noch keine 21 sind, können nach dem Jugendstrafgesetz verurteilt werden. Im Jugendknast sollen sie wieder auf den rechten Weg zurückfinden, anstatt bloß weggesperrt zu sein. Ort. Klar. Marco Bauersfeld ist Abteilungsdienstleiter im Hafthaus 3. Früher war er Justizvollzugsbeamter im Erwachsenenvollzug. Der Umgang mit jugendlichen Straftätern stellt die Bediensteten täglich vor ganz neue Herausforderungen. Sie müssen im Jugendvollzug so ein bisschen eine Mischform aus allen sein. Sie müssen ein Stück weit Psychologe sein, Sie müssen ein Stück weit Wachtmeister sein, der natürlich auch durchgreift, ist klar. Sie müssen ein Stück weit Erzieher sein. Okay. Und dann müssen Sie ein Stück weit Sozialarbeiter
sein bzw. die Fähigkeiten mitbringen, von jedem was so ein bisschen zu vermengen. Ich meine, wir reden hier von Jugendvollzug, das heißt, hier haben wir, ja, erhofft man sich noch die Möglichkeit, dass man doch den einen oder anderen erreichen kann, beziehungsweise dass man so darauf einwirken kann, dass noch eine Umstellung oder eine Einsicht zu bestimmten Prozessen da ist. Und wenn nicht im Jugendvollzug, wo dann? Gefängnis als Chance. So sollen die Jugendlichen ihre Haft erleben. Trotz Enge in den Zellen und trotz Gittern vor den Fenstern. Hier sehen wir jetzt so einen standardisierten Einzelhaftraum. Circa 8 Quadratmeter groß, recht spartanisch eingerichtet, mit dem dementsprechenden Nassteil, Toilette, eingebaut im Haftraum. Und dann haben Sie auf 8 Quadratmeter das, was Sie wirklich zum Leben brauchen, und nicht mehr und nicht weniger. Zur persönlichen Ausstattung jedes Gefangenen gehören Geschirr und Besteck, Pflegeartikel und natürlich das Bett. Außerdem dabei ein Kühlschrank. Zur Standardausstattung gehört auch ein Multimedia-System mit Fernseher, DVD-Player und ein eigenes Telefon, mit dem die Gefangenen nach draußen telefonieren können. Mit diesem pädagogischen Konzept geht die Jugendstrafanstalt Arnstadt neue Wege. Wir wollen damit erreichen, dass der Gefangene was hier für sich macht. So nach dem Motto, Verdienprinzip, gehe ich hier arbeiten, mache ich hier eine Ausbildung, verdiene ich mir entsprechend Geld und mit diesem Geld kann ich mir was leisten. Und das wäre zum Beispiel eine Stufe, dass ich mir hier mehr Fernsehprogramme leisten kann, beziehungsweise dass ich übers Telefon meine Angehörigen kontaktieren kann. Wir erziehen praktisch hier Gefangene dahin, dass sie sich an eine Struktur gewöhnen, dass sie einen organisierten Tagesablauf einhalten können, beziehungsweise dass sie in ihrer Entscheidungsfreiheit so weit eingeschränkt sind, bestimmte Sachen nicht selber entscheiden zu dürfen. Und das ist die eigentliche Strafe. Unterbringung und Verpflegung gibt es im Knast auf Staatskosten. Der Kühlschrank ist auch inklusive, das Telefonieren aber kostet Geld. Wen die Jugendlichen anrufen dürfen, entscheidet die Anstalt. Mit dem Hafttelefon soll der illegale Handyschmuggel unterbunden werden. Viele Gefangene kommen nach einer gewissen Eingewöhnungsphase mit ihrer Haft gut zurecht. Für manche Jugendliche aber ist das Gefängnis kaum zu ertragen. Sie ziehen sich zurück und werden krank. Damit sie sich nichts antun, müssen Marco Bauersfeld und seine Kollegen mehrmals täglich nach dem Rechten sehen. In der sogenannten Lebendkontrolle. Herr anwesend. Wunderbar. Enrico ist 24. Er gehört zu den Ältesten im ganzen Jugendknast. Für seine Tat wurde er noch nach Jugendstrafrecht verurteilt. Mehr als 3,5 Jahre ist das her. Seitdem sitzt er hinter Gittern und leidet darunter. Über das, was ich getan habe, möchte ich ungern reden, weil das war ein sehr schwarzes Kapitel in meiner Zeit, in meinem Leben. Und damit möchte ich eigentlich abschließen und das ein bisschen verdrängen. Und das ist auch etwas, worüber ich echt nicht stolz bin und es sehr bereue. Normalerweise spricht sich unter Gefangenen schnell herum, wer warum sitzt. Enrico aber macht daraus ein Geheimnis. Von seinen Mithäftlingen weiß keiner, wofür er seine Strafe verbüßt. Das schafft Misstrauen. Hier drin ist es ja meist so, dass nicht alle auf derselben Intelligenzebene sind oder auch auf demselben Niveau. Und da ist es manchmal schwer, auch Vertrauen zu fassen zu anderen Gefangenen und halt auch mit denen ein vernünftiges Gespräch zu finden. Man hat hier vieles, was man vermisst. Freundin, Familie, auch Gefühle. Also man wird hier schon ziemlich kalt. Enrico stammt aus bürgerlichen Verhältnissen. Ein Einzelkind mit guter Erziehung. Mit 18 dann der Absturz. Enrico wurde Punk, schwerer Trinker und sogar obdachlos. Weil er unter Alkoholeinfluss ständig herumpöbelte, bekam er immer wieder Ärger mit der Polizei. Während seiner Haft aber fand Enrico den Weg zu Gott. Von seiner Zelle aus hat er einen direkten Blick auf die Knastkirche. Irgendwann kam der Moment, in dem er sich für den Gottesdienst anmeldete. Erst wo ich in Haft kam und wirklich von allen verlassen wurde, von Freunden und so und allein da stand, habe ich halt angefangen, die Bibel zu lesen und halt auch zu beten und auch dann später das Gespräch gesucht mit dem Pfarrer. Und so bin ich halt Stück für Stück an meinen Glauben gekommen und habe mich halt auch Anfang des Jahres hier in der Haftanstalt taufen lassen. Und das war für mich halt ein
befreiender Moment, weil auch meine ganzen Sünden vergeben worden sind und ich schon ab da neu anfangen konnte und halt auch zeigen konnte in Gott, dass ich gewollt bin, mich zu ändern. Johnny, wo hast denn du Wischlappen alles? Vor den anderen Häftlingen hält sich Enrico mit seinen Gedanken über Gott zurück. Die 3 Tage zuvor war er außerdem in seiner Zelle eingeschlossen. Eine Disziplinarstrafe, weil er seinen Haftraum nicht sauber gehalten hatte. Sein Auftrag für heute Vormittag lautet darum, Zelle wischen. Oh, ekelhaft. Johnny, ich glaube, du darfst die Dusche noch mal putzen. Ich habe dir da mal ein bisschen was hingelegt. Unter den Häftlingen herrschen große Hierarchiegefälle. Es gibt Anführer, Mitläufer und Opfer. Enrico hält sich aus allem raus, so wie der 18-jährige Johnny. Beide machen ihr eigenes Ding. Willst du für eine Zigarette wischen? Nee. Mann. Lass mal gut sein. Komm schon. Nee, du kriegst eine Zigarette und wischst meine Bude mit. Immerhin hat Johnny heute Geburtstag, aber den Gefallen tut Enrico ihm nicht. Also ich bin hier im Haus 3 so ein Nebenläufer. So. Ich existiere, aber ich falle halt nicht auf. Also ich versuche auch nicht aufzufallen oder einen höheren Status zu erreichen. Weil das hat mir schon mal Ärger gebracht und das will ich halt nicht wieder. Ständig Einschluss zu kassieren oder irgendwelchen Dissi zu bekommen, das war es halt nicht mehr wert. Brauchst du noch das Wischzeug? Nee. Der Kampf um die eigene Stellung gehört für viele Gefangene zum Haftalltag. Um die Gewalt in den Griff zu kriegen, werden in Arnstadt die Jugendlichen nach starken und schwachen Persönlichkeiten getrennt untergebracht. Brennpunkte für Gewalt aber bleiben die Freihöfe. Immer wieder kommt es hier zu Konflikten, trotz Kameras an jeder Ecke. Eine Hierarchie im Knast gibt es immer. Es gibt Gefangene, die der Meinung sind, dass sie ganz oben in der Hierarchie angesiedelt sind. Dann gibt es Gefangene, die aufgrund ihres Deliktes oder ihrer Persönlichkeit ganz unten angesiedelt sind. Und dann gibt es die breite Masse, die dazwischen schwimmt. Und daran zu arbeiten, dass diese Hierarchie immer in einem normalen Gefälle bleibt, das ist Aufgabe des Vollzugsdienstes. Haus 4, Wohngruppe 3, Mittagszeit. Hier ist der 22-jährige Patrick Hausarbeiter. Für ihn, ganz klar, eine Machtposition. Keiner der anderen Gefangenen genießt mehr Freiheiten. Denn sobald er seine täglichen Aufgaben erledigt hat, kann er sich in der Wohngruppe frei bewegen, während die anderen die Schulbank drücken oder bis zum Nachmittag in den Werkstätten arbeiten müssen. Hausarbeiter, so, also zumindest in dem Haus hier, sind eigentlich Respektpersonen, so sagen wir. Ich sag mal so, weil wir ganz einfach als Hausarbeiter, mehr Privilegien, mehr können als die anderen. Wir kommen mehr ran und hin und her. Und wenn sie mir zu sehr dumm kommen, dann kriegen sie einfach mal im Müll liegendes Armbrot oder sonst was. Also mir ist es egal. Patrick hat ein langes Vorstrafenregister. Immer wieder gab es Drogenprobleme und Schlägereien. Irgendwann verloren die Richter die Geduld mit ihm. Seine Strafe: 26 Monate Haft wegen Raubes, Waffenbesitz und schwerer Körperverletzung. Also ich habe Geldsorgen gehabt. Sind wir halt losgezogen, haben uns irgendeinen Dulli gesucht, den wir abziehen könnten. Ja. Na, und weil ich die ganze Zeit meine Hände in der Tasche hatte und ich hatte Jogginghose an, hat er gedacht, ich habe eine Waffe mit. Da hat er natürlich, ist er gleich nach Hause gerannt und seine Mutter natürlich gleich Bullen angerufen. Da haben sie uns umzingelt, gleich mit geladener Waffe, also mit gezogener Waffe und so, haben sie uns aus dem Auto rausgezogen. Naja, hab jetzt für die Scheiße 2 Jahre, 2 Monate bekommen. Herr Oswald, könnte ich mal rüber rufen? Ich denke, Sie wollen Ihre Pizza essen. Na, die muss ja erstmal fertig werden. Patricks bester Kumpel im Knast ist auch Hausarbeiter. In der Wohngruppe gegenüber. Die beiden verbringen viel Zeit zusammen. Dankeschön. Na, auch noch zum Rauchen. Na? Na, Digga. Was war eine Kippe für mich oder was? Pizza ist auch im Ofen.
Den 21-jährigen Christopher hat Patrick erst im Knast kennengelernt. Die beiden haben eine ähnliche Vorgeschichte und sitzen wegen ganz ähnlicher Straftaten. Das schweißt zusammen. So alleine ist scheiße. So auch alleine, so die Langeweile schlägt einen mittlerweile auch tot. Den ganzen Tag Fernsehen oder so, man braucht da schon jemanden, mit dem man Dart spielt oder so. Ja. So mal einen Kumpel brauchen wir schon mal hier drin. Man muss sich nicht unbedingt kennen, aber Vertrauen baut sich auch noch eine Weile auf. Aber es gibt eigentlich keine Freundschaft im Knast, das ist einfach so. Es gibt Bekannte, ja. Es gibt auch Bekannte, mit denen man sich etwas besser versteht, aber es gibt eigentlich keine Freundschaft. Aber ich habe mit Christopher so ein gutes Verhältnis aufgebaut, da kann ich echt sagen, er ist ein Freund, definitiv. Er hat mir auch schon oft geholfen, ich habe ihm schon oft geholfen. Ja. Wir halten auch eigentlich zusammen, wenn irgendwas ist. Das ist schon echt gut. Naja, ich gucke jetzt mal nach der Pizza. Jo. Bis dann, Digga. Auf Misserfolge reagierte Patrick früher oft mit brutaler Gewalt. Im Knast absolvierte er darum ein Anti-Aggressionstraining. Der verurteilte Schläger musste mühsam lernen, cool zu bleiben, auch wenn mal was schief geht. Es geht. Bisschen braunes geworden, aber sonst schon okay. Das letzte Mal war so komplett schwarz, weil ich es vergessen hatte. Ja. Zur Grundausstattung im Knast gehört auch ein Messer. Selbst Gewalttäter wie Patrick bekommen eins. Zum Brote schmieren oder eben Pizza zerteilen. Als Waffe eignet es sich eher nicht. Naja, die sind da nicht angeschärft, nichts. Das ist einfach nur ein Stückchen Blech. Wir hatten ja auch schon ordentliche scharfe Messer aus der Küche. Aber die wurden uns dann rausgezogen, weil sie zu scharf sind. Also Angst haben, dass wir irgendjemanden aufschlitzen oder sonst was. Also da kommt man mit einer Gabel weiter auf jeden Fall. Ja, da gab es schon andere Dinger hier auf der Piste so. Das war halt hier hinten in der Doppelbude. Und da haben wir halt drinnen Kaffee getrunken und so. Und da haben sich dann halt zwei angefangen zu kloppen. Und der andere hat halt dann einfach einen Kugelschreiber gezückt und hat dem anderen den Kopf gestochen, 7-mal. Ja. Gewalt, ein Dauerthema im Knast. Viele Opfer verzichten jedoch auf Hilfe, aus Angst. Denn wer einmal als Verräter gilt, hat es danach nur noch schwerer. Wird die Gewalt jedoch entdeckt, wird sie rigoros bestraft. Ob Schlägereien unter Gefangenen oder Angriffe gegen Beamte. Eine Anzeige folgt in jedem Fall und damit meistens noch ein weiteres gerichtliches Strafverfahren. Hinzu kommen Disziplinarmaßnahmen als interne Sanktion. Das ist nicht anders als im Erwachsenenvollzug. Da gibt es die verschiedenen Möglichkeiten. Das geht los mit einer ganz einfachen Verwarnung. Entzug des Fernsehgerätes bis zu 3 bis 5 Tage Freizeitsperre. Solche Dinge. Und die höchste Form der Disziplinarmaßnahme ist der sogenannte Arrest. Das ist dann schon ein Instrument, wo jemand isoliert wird und von 1 bis 4 Wochen dann praktisch wirklich alleine mit sich in einem Raum untergebracht wird und da nochmal über die eine oder andere Verfehlung nachdenken kann. Zurück in Haus 3. Nachdem er seine Hausarbeit für heute erledigt hat, wartet Geburtstagskind Johnny in seiner Zelle darauf, abgeholt zu werden. Er bekommt Besuch. So, Besuch. Jo. Irgendwas einstecken? Mal kurz gucken. Zweimal im Monat dürfen die Jugendlichen Besuch von draußen empfangen. Johnny hat sich in letzter Zeit gut geführt. Dafür bekommt er heute eine Belohnung. Der Gefangene hat heute Geburtstag, seinen 18., den er im Vollzug feiern muss. Er hat Sonderbesuch, die Mutti darf ihn besuchen, auch weil heute ein Wochentag ist. Aber zum 18. gibt es da schon mal eine Ausnahme. Die kleine Schwester wird mitkommen und wir gehen jetzt praktisch mit dem Jugendlichen zusammen zum Umkleiden. Und danach wird er dann zum Besuch vorgeführt. Johnny hat 4 jüngere Geschwister. Obwohl ihr großer Bruder hinter Gittern sitzt, halten sie Kontakt per Telefon. Johnnys Mutter bringt heute ihre Jüngste mit in den Knast. War die Mutti das letzte Mal da? Im August. August? Das ist schon lange her, oder? Ja, sie hatte dann Arbeit, kriegt neue Arbeit. Deswegen schafft sie das Termin zeitlich kaum. Deswegen. Freuen Sie sich? Ja, schon. Auch die Kleine wird er sehen. Na. Wie alt ist die Kleine? 3 Jahre. Na da.
Ist ein schönes Geburtstagsgeschenk. Ja. Hätte zwar schöner sein können draußen und so, aber ja, hier geht's so. Es gibt immer Orte, wo es schöner ist, aber man muss das Beste draus machen. Nützt dann alles nichts. Stimmt schon. Die Besucherräume liegen außerhalb der Zellenblöcke. Gegen seinen Willen muss kein Häftling Besuch empfangen. Den Antrag dazu stellen die Gefangenen selbst. Ein Gefängnis ist eine in sich geschlossene Welt. Geschmuggelt wird trotzdem. Für alle Fälle muss Johnny sich darum einmal komplett umziehen. Ob zu Besuchsterminen oder beim Freigang aus der Anstalt. Alle Häftlinge mit Kontakt zur Außenwelt müssen durch diesen Sicherheitsbereich. So, Sie werden dann gleich geholt, ne? Johnny muss noch warten, bis er zum Besucherraum vorgelassen wird. Erst dann kann er seine Familie nach über einem halben Jahr wiedersehen. Uhr 30, Mittagszeit im Jugendknast. Während die anderen Häftlinge aus der Großküche versorgt werden, nutzen die beiden Hausarbeiter Patrick und Christopher ihr Sonderrecht, sich tagsüber selbst etwas zu kochen. Auch kräftig rein. Das, was übrig bleibt, kriegen die anderen. Zwiebeln hat sie auch mit reingemacht, hast du gesagt. Aber nicht viele, oder? Nee, mehr Peperoni. Doch, Digga. Am liebsten kochen sich die beiden ihr Essen selbst. Und zwar auf eigene Kosten. Lass schmecken. Jo. Die Zutaten können sie im knasteigenen Supermarkt einkaufen. Mit den anderen Gefangenen zusammen essen, nicht ihr Ding. Denn als Hausarbeiter genießen die beiden eine Sonderstellung. Auf ihren Pisten sind sie so etwas wie Anführer. Ich bin definitiv kein Mitläufer oder so. War ich noch nicht, werde ich auch nicht sein. Was die anderen machen, ist mir eigentlich relativ bums. Ich will mein Ding machen. So, und wenn mir irgendwas nicht passt, dann sage ich das auch. Und ansonsten, keine Ahnung, die wissen, dass sie mit mir aber keinen Scheiß machen können oder sollten. Also sonst knallt es ganz einfach, das ist mir scheißegal. Also ich bin auf jeden Fall froh, dass ein Hausarbeiter, also ich zumindest Hausarbeiter bin, ich verdiene auch hier relativ mehr als in der Werkstatt. Außer die halt Ausbildung machen, die verdienen natürlich auch relativ auch viel. Und ja, okay, mit 2 Euro, nein, 30 oder 36, was wir verdienen. 1,35 Euro, Digga. Wir kriegen 1,35 Euro die Stunde. Ja. Kommen aber trotzdem auf 70 Einkauf. Wenn man Glück hat, vielleicht auch zweimal, aber ja. Muss ja schon gut arbeiten. Pro Monat habe ich schon so meine 135 Euro zum Einkaufen. Einen Teil ihres Geldes bekommen die Jugendlichen als Hausgeld für den Einkauf. Ein anderer Teil deckt die monatlichen Kosten für Fernsehen oder Telefon. Der Rest wird auf einem Konto für sie aufbewahrt. Als Starthilfe für den Tag ihrer Entlassung. Schon als Teenager hatte Patrick ständig Ärger mit der Justiz, kam aber immer mit einer Bewährungsstrafe davon. Bis er dann mit 2 Kumpel ein Juweliergeschäft überfiel. Ja, da sind wir einfach spontan in den Laden rein, Sturmmaske aufgesetzt, eine Schreckschussknarre dabei gehabt. Ja. Das Ding war halt einfach, der Typ hat sich nicht einschüchtern lassen. Also, dem war das eigentlich völlig egal, ob wir irgendeine Waffe dabei hatten oder sonst was. Der hat sich nicht einschüchtern lassen. Im Endeffekt haben wir für 2 Ringe und eine Goldkette einen Arsch voll Anzeigen gekriegt. Seit einer halben Stunde wartet Johnny vor dem Besucherbereich. Zu seinem 18. Geburtstag sind seine Mutter und seine Schwester gekommen. Das Wichtigste im Leben ist schon meine Familie und es ist schon doof, dass man sich kaum sieht. Und welche Mutter geht schon gerne ihren Sohn im Knast besuchen? So, auf geht's. Einmal hatte Johnnys Mutter ihn im Knast besucht, aber das ist bereits ein halbes Jahr her. Seitdem hatte er aus Scham jeden Besuch abgelehnt. Heute aber springt er über seinen Schatten. Alles gut, mein Schatz. Johnny. Hallo. Vanessa, bist du groß geworden? Ja. Johnny war 6 Jahre alt, als sein Vater die Familie verließ. Seine wichtigste Bezugsperson, seine Mutter. Sie hielt auch zu ihm, als er mit 16 zum ersten Mal ins Gefängnis musste.
Und selbst jetzt steht sie zu ihm, obwohl es noch mehr offene Anklagen gibt. Ich habe nur noch zwei Verfahren offen. Immer das, was jetzt angeklagt ist, und das andere, was er jetzt nachgefragt hat. Und wenn es nicht zur Anklage kommt, wäre es schon mal eh gehen können. Wie gesagt, das andere ist bloß ein versuchter Diebstahl. Wenn das nicht hilft, gebe ich eine Revision. Wenn dann nicht hilft, dann gehe ich zu Merkel. Johnnys Akte füllen über 80 Anklagen. Für einige davon sitzt er bereits. Für andere muss er sich demnächst erneut vor Gericht verantworten. Gut möglich, dass sich seine Haftzeit noch einmal verlängert. Das macht ihm Angst. Am meisten wegen seiner Mutter. Er sitzt ja jetzt das zweite Mal jetzt schon Haft. Er hat jetzt gesagt, wenn ich jetzt ein drittes Mal nochmal verhaftet werde, wieder in den Knast muss, dann steht sie nicht mehr hinter mir. Dann ist sie nicht mehr meine Mutter, sagt sie. Ich habe schon Verständnis für sie. Sie hat genug Ärger wegen mir gehabt. Fast jeden Tag die Bullen hier vor der Tür gehabt. Ziemlich oft festgenommen worden. Das macht sie auch kaputt. Sie hat noch andere Kinder, um die sie sich kümmern muss. Wenn sie es jetzt sagen würde, dass ich nicht mehr ihr Sohn bin, ich weiß nicht, ob ich das dann noch hier durchhalten würde. Weil ohne sie und so hätte ich ja gar keinen mehr hinter mir stehen. Muss ich. Auf dein Wohl. Ja, ich habe mir anfangs Vorwürfe gemacht. Sehr große Vorwürfe. Aber letztendlich ist er doch in einem Alter, wo er selber eigentlich weiß, was Recht und Unrecht ist. Ne? Ich habe mehrfach versucht, auf ihn einzugehen. Und das habe ich bekommen, meistens bloß dumme Antworten dann. Das tat mir schon weh. Johnny, ich möchte das nicht mehr ausmalen. Johnny, ich möchte das nicht mehr ausmalen. Für seine Geschwister ist Johnny noch immer der große Bruder. Obwohl er seit 2 Jahren fast durchgängig im Knast saß, ist die Bindung nie abgerissen. Da schreibe ich noch. Schön, dass Sie sich wieder mal sehen, dass er sie wieder mal sehen kann. Und da schreibe ich noch. Weil traurig, dass es in den Umständen ist. Jetzt halt. Und dann schreibe ich noch. Ich hoffe doch, dass es das letzte Mal war. Und ich schreibe noch. Tobi. Tobi heißt Delfine auch dazu. Johnnys Zellennachbar Enrico sitzt seit 3,5 Jahren für ein Verbrechen, über das er nicht offen spricht. Während seiner Haft fand er schließlich den Weg zu Gott, ließ sich sogar taufen. Der Junge aus bürgerlichem Haus hat sich irgendwann allem verweigert und wurde ein krimineller Punk. Angefangen von Diebstählen bis hin wirklich Alkoholexzessen, Randalieren, hin und wieder auch Kneipenschlägereien. Das war halt so meist fast der Tagesablauf. Frühs raus, Schule geschwänzt und dann halt wirklich den Tag genossen in allen Zügen. Ohne Rücksicht auf andere. Jetzt sitzt er unter anderem dafür im Knast. Die letzten 3 Tage sogar eingesperrt in seiner Zelle. Als Disziplinarstrafe dafür, dass er nicht sauber gemacht hatte. Heute darf er wieder an seinen Arbeitsplatz. Allerdings nicht ohne vorherigen Sicherheitscheck. So. So soll die Schmuggelei zwischen Hafthaus und Werkstatt unterbunden werden. Zigaretten und Schlüssel. Zeigen Sie mal Zigaretten. Na klar. Enrico macht eine Ausbildung im Garten- und Landschaftsbau. Die einzige Abwechslung im drögen Haftalltag. Außerdem verdient er hier 1,38 Euro pro Stunde. Geld, das er für den Einkauf von Kaffee und Tabak dringend braucht. Für die Gefangenen ein Stückchen Freiheit hinter Gittern. Ein Gefangener, der verurteilt ist, hat sich hier der Freiheitsstrafe zu stellen. Und das zieht natürlich nach sich, dass dann diese ganzen Freiheitsrechte, die ich draußen habe, durch das Bürgergesetzbuch erst mal außer Kraft gesetzt sind. Hier zählt das Thüringer Justizvollzugsgesetzbuch. Und das ist für uns die Arbeitsgrundlage, dass wir dem Gefangenen auch hier gewisse Einschränkungen auferlegen dürfen. Die Haft soll nicht nur Strafe sein, sondern auch sinnvoll genutzt werden. Durch einen Schulabschluss zum Beispiel oder durch eine Ausbildung. Die Jugendstrafanstalt Arnstadt bietet dafür über 160 Plätze. Zum Beispiel als Maurer oder Garten- und Landschaftsbauer. Herr Bitter, ich bräuchte meinen Schlüssel. Schlüssel zum Umziehen. Zu Beginn seiner Haft unterzieht sich darum jeder Gefangene einer Eignungsprüfung. Wo er dann zur Arbeit eingesetzt wird, entscheiden die Fachleute der Anstalt zusammen mit dem Gefangenen. Immer wenn wir früh auf Arbeit kommen, sagen wir im Büro Bescheid, dass wir da sind, sagen guten Morgen, nehmen unseren Spinnschlüssel zum Umziehen
ziehen uns halt um, Arbeitswäsche, dass wir uns nicht ganz dreckig machen. Ja, und dann legen wir los mit der Arbeit. Draußen hing er mit einer Gruppe Punks auf der Straße ab, randalierte, pöbelte, trank Alkohol. Damals fühlte er sich Lichtjahre entfernt von einem bürgerlichen Leben. Seit er im Knast ist, muss Enrico sich wieder an ein Leben mit festen Regeln und einen Arbeitsalltag gewöhnen. Wenn man fast jede Woche bei der Polizei mal da sitzt im Büro und man sich anhören muss, dass man so nicht weiterleben kann und immer in der Gefahr lebt, bald in Arrest oder in Haft zu kommen, das war schon beängstigend. Aber dann bin ich halt aus dem Polizeirevier raus, habe wieder mich mit Kumpels getroffen, da war die Angst dann halt auch wieder weg. Moin. Jo, ich soll Tisch weitermachen, dazu brauche ich Werkzeug. Was brauchst du? Zollstock. Jawohl. Leichtig. Nee, ich nehme Kuli. Ja. Und Meter Wasserwaage. Ein paar Tage lang war Enrico nicht bei der Arbeit. In der Zwischenzeit hat jedoch ein anderer an seiner Werkbank gearbeitet. Danke. Erstmal Ordnung schaffen hier auf dem Tisch. Kann ich überhaupt nicht ab, wenn jemand vor mir an meinem Arbeitsplatz gearbeitet hat und alles im Sauhaufen hinterlässt. Über die Zeit ist Holz mein Material geworden. Also ich kann mich noch daran erinnern, in der Schule in Bergen war ich eigentlich immer eine komplette Niete. Aber mittlerweile macht das richtig Spaß, damit zu arbeiten. Draußen weiter im Gartenlandschaftsbereich zu arbeiten, würde ich mir schon gut vorstellen können. Je nachdem, wo man am meisten Geld verdient. Aus persönlicher Erfahrung stehen die Chancen schlecht für einen ehemaligen Gefangenen. Da immer noch ziemliche Vorurteile herrschen. So, der kommt aus der Haft, der hat doch was zu verbergen, der hat irgendwie Scheiße gebaut und so, den können wir nicht vertrauen. Das ist schon ein ganz schöner Anker, mit dem man am Schluss rumrennt und Arbeit sucht. Doch der Knast überlässt die Jugendlichen nach der Haft nicht sich selbst. Spezielle Integrationsteams kümmern sich darum, dass sie nach der Entlassung in Werksbetrieben draußen unterkommen. Also der Erfolg im Strafvollzug, und das ist ja unsere oberste Aufgabe und unser Ziel, was wir hier haben, ist, dass wir den jungen Mann oder den jungen Gefangenen, den jugendlichen Gefangenen dazu bringen, dass er sein Leben in Freiheit ohne Straftaten verleben kann, beziehungsweise dass wir ihn befähigen, die Defizite, die er hat, abzubauen, damit er dann draußen eine Chance hat, sein Leben ordentlich zu bestreiten. Die Rückfallquote unter jungen Gefangenen ist jedoch hoch. Im bundesweiten Durchschnitt liegt sie bei 69%. In Thüringen ist sie sogar noch höher. 73% aller ehemaligen Anstalthäftlinge werden irgendwann wieder straffällig. Auch wenn das nicht zwangsläufig gleich wieder Knast bedeutet. Als Rückfall gilt nämlich schon, wer ohne Ticket Bus oder Bahn fährt. Haus 4. Der 22-jährige Gewalttäter Patrick freut sich auf seine baldige Entlassung. Seit er vor über 2 Jahren inhaftiert wurde, hat er den Knast nicht wieder verlassen. Noch etwa 10 Wochen bis zum Tag X. 791 Tage hab ich gehabt. Das ist mein heiliger Tag. Das ist mein Tag der Rettung. Jo, Tür auf und nimmer wiedersehen. Patrick hat noch 3 Brüder. Als einziger hat er eine kriminelle Vergangenheit. Darum sieht sich der verurteilte Schläger als das schwarze Schaf in der Familie. Damit aber soll jetzt Schluss sein. Für die Zeit nach dem Knast hat er Pläne. Er will Tätowierer werden. Jeder hat ganz einfach eine zweite Chance verdient, weil jeder Mensch irgendwo in seinem Leben schon mal Scheiße gebaut hat. Und es wird auch immer wieder, also es wird auch nur Menschen geben, die irgendwo in ihrem Leben Scheiße bauen. Es gibt keine perfekten Menschen, ganz einfach. Hat trotzdem jeder Mensch eine zweite Chance verdient. Also es kann ja auch ganz einfach sein, wie ich zum Beispiel jetzt. Ich habe mich hier in dem Knast extrem verändert. Ich brauche jetzt noch eine Chance, wenn ich rauskomme. Das war es dann auf jeden Fall. Straffreies Leben. Also so gut wie es geht auf jeden Fall. Für ein straffreies Leben ist das soziale Umfeld entscheidend. Ob Patrick es schaffen wird, ist alles andere als sicher. Schon mit 13 kam er im engsten Familienkreis mit Drogen in Kontakt. Ich habe mich auch mitten im Unterricht einfach hingesetzt, habe einen Schwung rausgeholt und mitten im Klassenzimmer eingeraucht. Also ich habe schon viel Scheiße gebaut.
Ich habe auch meinen ehemaligen Mathelehrer durch die Tafel durchgetreten. Ich habe definitiv keine Angst davor, irgendwie wieder zurückzufallen oder sonst wie. Also mein Wille ist stark genug dafür. Das habe ich hier drinnen schon mitgekriegt. Weil hier drinnen wurden mir schon so oft Drogen angeboten, so oft. Und ich habe jedes Mal Nein gesagt bis jetzt, außer das eine Mal. Also, so. Ich habe hier ein halbes Jahr nach meiner Inhaftierung habe ich nochmal Meth genommen. Und ich habe hier drin so ein Abtörnfleisch gehabt, das ist richtig ekelhaft gewesen. Trotz aller Maßnahmen, der Drogenschmuggel im Knast lässt sich nicht ganz unterbinden. Wer erwischt wird, muss mit einer Anzeige und harten Disziplinarstrafen rechnen. Wegen seiner Vorgeschichte muss Patrick regelmäßig Urinproben abgeben. Einige waren positiv. Doch die Drogensucht ist nicht sein einziges Problem. Wenn er in etwas über 2 Monaten entlassen wird, hat er nichts vorzuweisen, abgesehen von seiner Tätigkeit als Hausarbeiter. Denn immer wieder brach er die im Knast begonnenen Ausbildungen ab oder wurde rausgeschmissen. Ich habe 3 Meldungen, 11 Disziplinarstrafen. Na guck mal, ich habe es in 4 Jahren geschafft. Was? Was hast du in 4 Jahren geschafft? Nach 7 Disziplinarstrafen und 14 Meldungen. Ich habe es immer übelst hardcore gefickt, Alter. Nie irgendeine Meldung, immer gleich Disziplinarstrafen, Alter. Das ist scheißegal. Ich komme trotzdem raus. Wenn Patrick entlassen wird, dann nur unter Auflagen. Sobald er sich draußen wieder etwas zu Schulden kommen lässt, geht es für ihn ohne Umwege direkt zurück in den Knast. Kommen Sie. Hallo. Mund bitte mal auf. Zunge hoch. Gut. Rein. Ende eines Familienbesuchs. Johnny hat heute 18. Geburtstag. Und eigentlich waren ihm dafür 2 Stunden Sonderbesuchszeit gewährt worden, damit er seine Mutter und die kleine Schwester treffen kann. Stattdessen ist schon nach der Hälfte der Zeit alles vorbei. Johnny wollte zurück in seine Zelle. Ja, dann bist du dann her. Ja, ist dann her. Ich hatte keinen Bock, saß ganz bis da, hab nichts gesagt, sie hat auch nichts gesagt, weil wir telefonieren jeden Tag. Meiner Meinung nach ist es sinnlos, dann sich da vorne hinsetzen, die ganze Zeit nur da zu sitzen. Dann hab ich gesagt, dass wir abbrechen. Und dann im August hatte ich schon so eine Zeit, wo ich keinen Bock auf Besuch hatte. Da war es jetzt das erste Mal seit August wieder. Und jetzt mal gucken, wann ich wieder Besuch beantrage, aber ich denke mal erstmal nicht. Das wühlt natürlich schon auf, wenn man sich länger nicht gesehen hat. Der Johnny hatte die Schwester länger nicht gesehen und sie waren nun seit längerem wieder da, auch gerade noch zu seinem 18. Geburtstag. Das war schon für ihn ein besonderer Anlass. Okay? Und das wühlt natürlich auf, das ist ganz normal. Aber ich denke, das ist dann das berühmte Fingerspitzengefühl, was ich dann auch als Strafvollzugsbediensteter haben sollte, dass ich da merke, heute muss ich mal auf ihn zugehen, ob er irgendwelche Sachen nicht verarbeitet hat. Und in der Regel funktioniert das dann auch, dass die Gefangenen sich öffnen und dann auch mal drüber reden. So, meine Herren, Einschluss. Den Abend wir mal. Angenehmen Haftabend. Ab 21 Uhr ist im Jugendknast Nachtruhe angesagt. Für die kommenden 9 Stunden bleiben die 160 Kilo schweren Stahltüren jetzt verschlossen. Für die meisten Jugendlichen ist dies der schlimmste Moment des Tages. Plötzlich merken sie wieder, dies ist ein Gefängnis. Und sie sind die Gefangenen. So, Einschluss. Jetzt bekommen Sie noch Ihre Medizin von mir. Johnny kämpft seit langem mit Kopfschmerzen. Im Knast bekommt er dagegen Tabletten, die er vor den Augen eines Beamten einnehmen muss. So soll der illegalen Medikamentendealerei ein Riegel vorgeschoben werden. Ja. Gut, dann wünsche ich Ihnen einen angenehmen Abend. Danke. Bis morgen. Bis morgen. Tschüss. Tschüss. Es ist Johnnys 377. Nacht hinter Gittern. Wie viele es noch werden, hängt von seinen nächsten Gerichtsverhandlungen ab. Wenn abends die Tür zugeht, ist sie zu. Ich weiß, dass es am nächsten Früh wieder aufgeht, den ganzen Tag. Aber mir ist bewusst, dass es ein Gefängnis ist, ja. Dass es kein Hotel ist, ist mir klar. Ich bin ja auch nicht hier, um zum Urlaub zu machen. Jeder 10. Häftling in Deutschland ist ein Jugendlicher. Dass sie nicht auch die Straftäter von morgen werden, ist nicht nur Sache der Justiz.